Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 25.02.2021. Und wir haben gestern gesagt, wir klatschen mal, wenn. Ach komm, wir machen das. Wir klatschen mal hier, wenn der DAX sich mal ein bisschen zusammengerissen bekommt und sich nicht runterlegt. Und das hat er getan. Also in dem Sinne hier, Love for DAX. Hat mich mal nicht wie den letzten Penner dastehen lassen hier. Wenn ich jeden Tag immer wieder erzähle, dass das ein korrektives Muster ist und dass da durchaus nochmal sowas nach oben kommen kann und natürlich auch in der Dynamik und deswegen die technische Tendenz oben ist, die Wahrscheinlichkeit oben und so weiter und so fort. Wir hatten gestern drüber gesprochen, dass er noch mal ein bisschen runter kann zum Start. Ne, wir haben gesagt, hier so in die 800 rein, das wäre vollkommen legitim. Tiefer wollte ich ihn aber nicht haben. Das wäre für mich ein Verkaufssignal gewesen zur 750 und von 750 dann Richtung 580 und so weiter. Wenn er nur 800 wieder hochgedreht sich bekommt, sollte das gut sein. Und dann wäre ab einem Überwinden von 920 entsprechend eben ein Kaufsignal zu, haben wir so gesagt, nach Richtung. Puh, Richtung, was haben wir es gesagt? Irgendwas hier drin. Das hat er auf jeden Fall erreicht. Also, ich weiß jetzt nicht mehr, was wir hatten. Hatten wir 13? Hätte ich mir jetzt das Video nochmal anhören müssen. Aber irgendwas hier in dem Bereich wird es gewesen sein. Das ist auf jeden Fall angelaufen worden. Damit ist der DAX jetzt erstmal im Long Trigger aktiv. Das ist natürlich nicht das erste Mal. Es ist natürlich auch nicht das erste Mal, dass es aussieht, wie als springt der DAX gleich oben raus. Ne? Können wir aus den letzten Tagen oft genug. Sah immer mal wieder ganz gut aus. Und dann ging es am nächsten Morgen einmal volle Rolle rückwärts. Das heißt, man sollte hier natürlich jetzt auch schon ein bisschen aufpassen, ein bisschen auch die Stundenkerzen im Blick behalten, ne? Hauen die wieder hart rot rein. Sollte man mal ein bisschen gucken, ein bisschen aufpassen, wie sich der Kerl verhält. Ich würde mir jetzt vorstellen können, dass hier ein Aufwärtsgap reinkommt. Habe von ganz vielen jetzt auch wieder gelesen, dass sie jetzt wesentlich bereiter sind, auf Short mehr Risiko zu gehen. Hab da sowas bei mir im Chat heute gelesen, von wegen, ich setze ein Drittel meines Monatseinsatz von jemandem, den wir hier auch kennen. Ja, unser Werni, der hat sich hier schon einen Namen gemacht. Da hatten wir mal ein paar Analysen drüber gesprochen. Da habe ich sogar mal ein 25-Minuten-Video über den Werni gemacht, wie er denn ganz stur sein All-In durchziehen wollte und dann trotzdem gegen die Wand geklatscht ist. Also ich wünsche grundsätzlich immer jedem, dass das klappt, was er macht. Aber es ist halt einfach oft so, dass das, was vernünftig ist und das, was langweilig ist, das, was man nicht jedem erzählen kann, dass das meistens am besten klappt. Und dass man auch wesentlich mehr Ertrag am Jahresende hat, oder auch nachhaltig nach 10 Jahren noch, wenn man eben nicht jede Woche all in geht und immer wieder einen Großteil seiner Gewinne und seines Depots setzt, sondern wenn man einfach Stück für Stück das Ding einfach immer weiter vortreibt. Klar habe ich dann am Jahresende einen Kontostand, habe kaum Trades, die ich anderen per Screenshot großartig zeigen kann, aber das Depot hat sich in die richtige Richtung entwickelt und wenn dann der ganze Markt zusammenschmiert oder ich mal eine schlechte Woche habe, dann kommt das halt auch nicht so viel weit zurück, wie bei den anderen dann, die dann da mit vollem Einsatz drinne sind und mal Glücksritter zwischendurch gespielt haben. Deswegen einfach hier, ich möchte es einfach sagen, ne, es ist mir aufgefallen, ich habe das gemerkt, dass viele Nutzer jetzt auf Short aggressiv oder risikobereiter sind. Sie geben mehr Stopp, mehr Geld. Mehr Geld, mehr Stopp ist natürlich immer so eine Sache. Ne? Es ist was, was sich der Markt gerne holt. Deswegen könnte ich mir einen Aufwärtsgap vorstellen. Es wird einfach gut reinpassen. Wenn wir hier in die 14.060 reinstarten, sollten wir in die 14.060 reinstarten, kann der DAX erstmal 3, 4, 5 Stunden oben raustreiben. Da wäre die 1.80 zu holen, da wäre die 2.50, 2.70 und dann könnte er von dort nochmal einen harten Rücklauf auch bringen, ne? Weil das wäre dann erst die erste Welle, wenn er das denn so macht, das wäre quasi das. Und dann kommt ja nochmal ein Rücklauf, bevor der Rest kommt. So, das heißt also, von hier könnte man dann wirklich nochmal einen harten Rücklauf erwarten, der dann echt nochmal, also der vielleicht sogar ein Gap Close dann machen könnte, wenn das bis dahin offen ist. Das klingt jetzt ein bisschen zu krass, aber das wäre für einen Donnerstag nicht ungewöhnlich. Deswegen achtet das schön auf die Stundenkerzen. Für mich wäre es tatsächlich jetzt hier auch weiterhin von der Tendenz eher aufwärts, auch ein Long-Kandidat in dem Sinne. Man könnte sich hier mal ein bisschen diesen Channel reinziehen. Den hat man hier vor ein paar Tagen schon mal drin, dass man einfach auch ein bisschen mit auf die Oberkante dort guckt. Ich nehme es jetzt einfach mal mit hier rein. Ne? Also in dem Moment, wo dieser Channel dann eben da oben bricht, hätte der DAX halt tatsächlich dann schöne Chancen, oben rauszusteigen. Ja, also das Ding hier, das bleibt noch weiter aktiv. Machen das jetzt mal so. 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 Ja, da wisst ihr alle, was gemeint ist.
Zieh das hier mal ein bisschen hoch, das war der falsche. Zieh das mal ein bisschen rüber. Und so, also wie, also ja, von der gefühlten Resonanz so, von den Trades, die ich auch gesehen habe, ist das auf jeden Fall, ich würde oben raus ein bisschen was einplanen. Ja, also ran an die 14.100 wäre jetzt nicht ungewöhnlich. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das direkt zum Morgen machen und dann wäre ein Ausflug da oben drüber nicht unwahrscheinlich. Auch hier reagiert der DAX eigentlich gerne. Reagiert der DAX gerne auch nochmal deutlicher. Das wäre die 14.100 dann. Und wenn er sich aber gerade durchsteigt, dann rennt er durch halt, ne? Also da holt er sich das Zeug. Es ist einfach, das ist immer so ein bisschen kontraindikativ, ne? Ich habe eine Mail rumgeschickt. Wann habe ich das rumgeschickt? Ich habe hier eine Mail rumgeschickt und habe gesagt, okay, 49, 900 nochmal Unterstützungszone. Nee, das haben wir danach geschickt. Danach haben wir eine Mail rumgeschickt. Wo habe ich das rumgeschickt? Weiß ich nicht mehr. Ich habe hier irgendwo in dieser Bewegung habe ich eine Mail an die Leute bei uns rumgeschickt und habe gesagt, hey, pass auf, der läuft da jetzt oben auf die 14.000. Der hat er jetzt schon ein paar Mal gegengedrückt. Der wird dann da auch durchgehen, und passt dann da bitte auf, wenn das dann schnell wird, dass er nicht dagegen hackt. So, und das Erste, was ich dann lesen konnte im Chat bei uns als Resonanz auf diese E-Mails war, ich gehe jetzt short mit Stop-Loss hier oben. Ich gehe jetzt short, ich gehe short über Nacht und so weiter. Und das ist halt immer so ein Punkt, wo ich sage, oh, das beißt sich halt einfach ein bisschen. Ne? Ich wünsche den Leuten natürlich trotzdem, dass sie ihre Position rauskriegen. Es ist nicht so, dass ich möchte, dass die kaputt gehen, aber es ist einfach häufig so, dass man das im Nachhinein immer wieder sieht, dass diese, ich sag mal, eher unvernünftigen und auch nicht ganz zur Chartlage erklärbaren Trades dann halt auch einfach nicht klappen. Und dass die Leute nicht ohne Grund einen weiten Stopp nehmen, weil sie eben davon ausgehen oder sogar wahrscheinlich damit rechnen, dass der Markt erstmal richtig nochmal den Trade ins Minus ausspült halt, ne? Und das macht er dann auch. Mit dem Unterschied, dass er dann die letzten 20 Punkte vorm Stopp nicht noch anhält und umdreht. Ja, und da ist es häufig besser, wenn man einfach andersrum rangeht und sagt, okay, wenn ich den jetzt noch bis da und da einen Platz gebe, dann wartet man das entweder nach ab oder long vielleicht sogar in die Richtung hin, um dann dort eine Umkehr abzuwarten, um zu shorten oder generell die Umkehr dann eben abzuwarten, um auf schönen roten Kerzen dann mit viel engerem Stop-Loss vielleicht die Position aufzubauen. Also insgesamt damit haben wir wieder mal einen Tag, wo ich sagen muss, wir haben einen gewissen Vorteil auf der Oberseite, wir haben eine Aufwärtstendenz, wir haben noch die positive Chartlage. Entschuldigung. Und daher kann der DAX durchaus hier noch ein bisschen was machen. Und ich kann mir das vorstellen. Aufwärtsgap 460, da weiß ich schon, wie die Leute alle drauf sind halt, ne? Und dann, wenn er das dann richtig clever macht und schnell macht, dann hat er alle Short drin ab der ersten Minute und dann hat er es an den Eiern, dann kann er richtig draufdrücken. Also deswegen, ich würde das hier nicht außer Acht lassen. Diesen Korridor könnt ihr zum Donnerstag schön spielen. Ansonsten kippt er um. Kippt er um, ist eigentlich schon so unter 13,80. 13,89, dann erstmal wieder Platz bis in die 13,900 rein. Ja, 13,89, da ist nicht so viel Unterstützung dazwischen. Deswegen wäre unter 13,89 erstmal Rücklauf auf 13,900. Und wenn er nochmal tiefer schlagen will, gibt es eigentlich nichts. Da gibt es nichts Brauchbares. Ja. Da würde er irgendwo in die Mitte reinwuchten und sich umdrehen. Ja, da muss man ein bisschen auf den Stundenkerzen arbeiten. Das klappt am Donnerstag wirklich gut. Also das würde ich nicht unterschätzen. Guck da ein bisschen. Die geben oft die Fahrt vor, die geben oft die Richtung vor. Und wie gesagt, ich wäre jetzt hier erstmal in der Tendenz aufwärts. Ansonsten würde ich mich unten auf die Punkte hier konzentrieren, um die 900, die 89. Das ist jetzt erstmal noch ein Support auch, die 89 von oben kommt. Und wenn es da runter geht, hat er Spielraum bis 95, bis 900 rein. Und alles, was da tiefer geht, das wäre schon, ja, es wäre schon kritisch Richtung 800, dann auch wieder unter der 900. Da ist nicht so viel. Klar, eine 860 ist wichtig, aber vielleicht wird es die 860 und er dreht, aber das Risiko ist dann auf der Unterseite, weil wir müssen verstehen, die Vorlage jetzt ist ganz klar nach oben. Es gibt ganz viele, die jetzt da sitzen und sich denken und überlegen, oh Gott, was mache ich denn jetzt aber, wenn der DAX hochgeht? Ne, viele haben jetzt das, was ich als falsch finde, einfach gesagt, okay, sie setzen halt den Stop-Loss weiter hoch für ihren Short. Das finde ich nicht richtig. Oder, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ist es aber auch egal. Wichtig ist, dass das Überraschungsmomentum jetzt einfach unten liegt, weil die Leute jetzt das durchaus alle wahrgenommen haben, wie der geschoben hat und durchaus jetzt viele damit rechnen, dass der hier angreift und durchschlägt. Ja, das heißt, das Überraschungsmoment wäre für mich tatsächlich auf der Unterseite und im Zweifel halt bis 800 wieder zurück. Na, ich würde es nicht traden, ich würde es nicht antraden, aber unterhalb von 89 wäre ich schon
wäre schon vorsichtig. Weil dann nochmal so eine 9,5, die kann man vielleicht gut traden. Eine 8,60 ist auch interessant, aber der ist hier unten in dem Gebiet anfällig, eher nach unten zu überraschen. Genauso wie er oben anfällig ist, nach oben zu überraschen. Aber ich glaube, die Chance, die liegt wahrscheinlich eher oben. Das so rein aus dem, wie die Leute einfach so aufgetreten sind heute, auch wie das Sentiment und so weiter, denke ich eher, dass die Erwartungshaltung oben liest. Ist, weil, was haben wir die ganze Zeit erzählt? Wir haben die ganze Zeit erzählt, wir haben hier einen impulsiven Antrieb, dann haben wir hier ein schönes Korrekturmuster gesehen, was hier ein Ende gefunden hat, also hier ein Ende gefunden hat, dann haben wir gesagt, hier hat es ein Ende gefunden, dann haben wir hier gesagt, hier hat es ein Ende gefunden, hat er mich ganz schön bloßgestellt hier, aber es ist ja trotzdem ein und dasselbe Korrekturmuster. Es hat halt bloß das Ende immer wieder ein bisschen aufgezogen. Und wenn das jetzt wirklich so ist, dass das das Korrekturmuster von dem ist, was harmonisch gesehen ja auch zeitlich sehr schön in den Chart passt, auch vom Bewegungsniveau passt das schön, ja, dann würde jetzt der Markt sich in dieser Aufwärtsbewegung an dem hier orientieren. Und wenn wir mal da gucken, was wir hier für Fläche haben, dann müssen wir sagen, dass wir hier schon kalkulieren müssen mit knapp 850 Punkten. Und die 850 Punkte hat er noch nicht im Kasten, hat er gerade mal 350. Das heißt, da fehlen noch 500. Na, und diese 500, bis ich sag mal 14.500, 14.450, das würde dann auch gut reinpassen. Ja, da oben in unserem Bereich. Aber, ne, alles Stück für Stück. Wir gucken jetzt erstmal an, wie er zum Donnerstag rausgeht. Ich glaube, ich könnte mir persönlich vorstellen, dass ich den hier oben vielleicht auch ein bisschen versuche rauszudrücken, wenn ich sehe, dass die Leute alle Short reinwuchten. Ich glaube, dann würde ich mir einfach einen Long gönnen, weil das ist wahrscheinlich sehr, sehr, sehr leichtes Geld. Das sind halt in der Regel Trades, die laufen dir ja fast gar nicht ins Minus, die laufen direkt an. Wenn du siehst, dass die anderen alle wild gegen den Trend wuchten, das ist immer so ein Zeichen, dass dann auch was kommen kann. Gut, okay, damit haben wir eigentlich alles durch. Wir haben über das Muster gesprochen, wir haben über die Channelkante, wir haben den Channel jetzt mit reingenommen, wir haben über eine Option des Aufwärtscap gesprochen, wir haben darüber gesprochen, dass Donnerstage sehr, sehr, sehr stark zurückschlagen können. Das müssen sie nicht. Donnerstag können auch starke Trendtage sein, aber sie sind eher dafür bekannt, dass sie in beide Richtungen richtig ausschlagen, also richtig lange Kerzen bringen. Ja? Meist kommt dann so eine kleine Umdreherkerze im. Was weiß ich, kommen fünf grüne Kerzen, dann kommt eine rote, die schon so ein bisschen ankündigt, da kommt jetzt was zurück, und dann kommt nochmal zwei richtig lange rote, dann kommt wieder eine kleine grüne, die ankündigt, dass es umdreht, und dann kommen wieder drei lange grüne. Das ist typisch Donnerstag im DAX. Ja, und das sollte man einfach auch ein bisschen im Hinterkopf behalten und da schön drauf achten, wie stabil der dann in seiner Bewegung ist. Aber Risiko sehe ich eher oben, einfach aus. Ich sag mal, indikativer Meinungsbildung aus den Trades, die mir heute so ins Gesicht geworfen wurden jetzt. Ja, ich hoffe, das hilft euch was. Wir können auch kurz in den Tageschart reingucken. Der sieht aber nicht dolle viel anders aus wie die letzten Tage. Auch immer wieder gesagt, ja, eher nach oben, lange Lunden unten dran, jetzt eine fette grüne Kerze. Naja, kann ich auch nicht viel mehr zu erzählen wie die letzten Tage. Muss halt auch oben mal ein bisschen was kommen. Aber auch hier sehen wir so. Tagesschartseitig wäre so eine 2,80, 2,70, das wäre schon nicht ungewöhnlich. Ja, das passt eigentlich auch schön in das, was wir hier gezeichnet haben, so für den ersten Run. Na, das sollte man da oben ein bisschen im Blick behalten, wenn er denn schön reinkommt und die Leute alle dagegen flacken. Wenn natürlich alle Long reinwuchten, dann macht er an der 400, an der 13, an der 14.100 erstmal wieder zurück auf Start. Gut. Ja, ich mache hier aus. Ich wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.